Hinten vielleicht noch irgendwas drin? Nee. Ich weiß nicht, was die hier mit einem Labyrinth meinen. Also noch ist es kein Labyrinth auf jeden Fall. Seele eines Helden, alter Lebensstein und Klosteramulett. Okay. Bringt da vielleicht doch noch was hier. Aber wer weiß, vielleicht geht das Labyrinth ja erst noch richtig los. Oh Gott. Leck mich am Arsch. Sucht springen. Meint ihr, ich kann hier rausspringen? Ich glaub's eher nicht. Ich glaub nicht, dass ich hier rausspringen werde. Was zum Teufel? Oh, fuck. Wer bespritzt mich hier? Ich habe keine Ahnung, was mich hier bespritzt. Ja, diese komischen Schmetterlinge da oben. Oh, okay. Die Frage ist jetzt, ob das der richtige Weg ist hier natürlich, ne? Also ich habe keine Ahnung. Kann sein, ich mich völlig irre wieder. Hier kommt man eh nicht weiter, wie es aussieht. Kann sein, dass es jetzt vielleicht sogar der richtige Weg ist. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wäre schön, wenn ein Leuchtfeuer hier oben kommt, wenigstens. Jede Menge Gesichter auf jeden Fall. Glitzerndes Titanite in der Seele. Okay, warum nicht? Naja. So, weiter geht's. Vergiftet bin ich eh schon. Ich warte kurz die Vergiftung noch ab, aber die bringt scheinbar eh nichts groß. Ach ne, ich bin gar nicht vergiftet. Ich dachte bloß. Naja. Ja, leck mich am Arsch. Gefährlich, gefährlich, gefährlich auf jeden Fall hier. Oh Mann, da haben sie bestimmt das Beste von allen zusammengesucht hier. So, du noch. Wenigstens die Typen gehen relativ einfach tot hier. Immer eine Ausnahme wahrscheinlich. So, was ist das jetzt hier? Fuck, Fluch voraus. Das sieht doch komisch aus, oder? Vision von Tod, dann Vision von Traurigkeit. Fluch voraus. Fuck. Tatsächlich. Ah, das Spiel ist so fies zu mir. Ich weiß auch nicht. Kommt man hier durch? Nee. Da stellen die einfach mal ein Bild hin und dann ist das ein Fluch. Ich hoffe, auf der anderen Seite ist das nicht auch so. Oh, wahrscheinlich, oder? So, ich renne jetzt hier mal einfach ganz schnell durch. Oh, fuck. So, das bedeutet schnell wieder zurückgehen, namenloser Drohnenräuber. Oh Gott. Jetzt erstmal eins auf die Fresse, genau. Ja, vielleicht sollte ich eher mal... Ja, zumindest mal in dem großen Raum kämpfen hier. Das wäre vielleicht mal eine Idee. Gott. Ja, leck mich am Arsch. Das Vieh haut ganz schön zu hier. Nur Zeit, dass du stirbst, auf jeden Fall. So. Danke. Das hat schon mal ganz gut geklappt. Oh Mann, ey. Das ist bestimmt die Creme de la Creme hier. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der richtige Weg hier. Weil eigentlich wollte ich ja wo ganz woanders lang. Das hier. Bild. Oh Mann, die haben sich echt was einfallen lassen hier. Kann man hier runter? Okay, ist noch so ein Spinner hier. Oh, du bist schon mal weg. Ja, ich habe keine Ahnung, ob das der richtige Weg jetzt ist hier. Ja, das sind dann so die Momente, wenn man blind spielt hier. Oh Gott. Da ist ein Königin oder irgendwas, oder? Wo geht's hier lang? Nachricht voraus. Und hier ist ein Endgegner. Respekt. Duo, versucht Einzelkampf. Versucht Blitz. Versucht zu zerstören, aber Loch. Oh Mann. Ist nicht euer Ernst, oder? Also wenn ich jetzt hier mit 18.000 Seelen sterbe, weiß ich auch nicht. Also ich werde auf jeden Fall, denke ich mal... Obwohl, ich komme hier gar nicht lang. Oh Mann, ist das hier die Prinzessin oder was? Ich weiß nicht, ob ich das machen sollte. Nee, ich glaube, ich traue mir das noch nicht. Ich gucke erstmal die restliche Festung an. Weil das ist mir echt zu heiß jetzt hier.
Ich hätte nicht gedacht, dass das scheinbar der richtige Weg ist hier. Das Gute ist, die Tür ist jetzt offen, da kann ich einfach durchrennen. Und das blöde Phantom ist auch tot, also von daher dürften jetzt eigentlich erstmal keine riesen Probleme mehr sein, wenn ich dann das nächste Mal dahin will. Aber ich hatte ja letztens noch einen NPC gesehen auf der Treppe. Den würde ich ja gerne zuerst besuchen. Am Ende ist es sogar der einzige Weg hier. Am Ende müsste ich sogar hier lang. Ich habe es aber versäumt, weil ich hier oben nicht geguckt habe vorher. Oh Gott. Wo muss das sein? Oh Mann. Jetzt sterb endlich. Das kann, oh, du lebst immer noch. Unglaublich. Was für ein Trooper. Naja, mal gucken. Mal gucken, was uns jetzt noch erwartet. Hier sind die Typen. Den kann ich drehen. Wollte ich eigentlich backsteppen? Oh, fuck. Ja, leg mich da mal Arsch. Was hat der für eine Klinge hier? Ich will auch sowas haben. Aber egal. Tod ist tot. Ja, die Frage ist jetzt, ob ich dann dort hinten lang kann oder ob dann ein Schlüssel gebraucht wird. So, du wirst gebackstabbt. Das überlebt er nicht. Sehr schön. So, wie gesagt, da hinten war ich, da ist nichts. Hier vielleicht in den Nischen irgendwas? Nee, ich glaub's bald nicht. Aber sehr schöne Lichteffekte auf jeden Fall in dem Schloss hier. Sieht schon mal ziemlich gut aus. So, was hast du zu sagen? Warum kann ich dich nie ansprechen? Who are you? Ah. And by whose permission do you stand before me? This castle is the domain of King Vendrick. Is your trespass intentional? His Highness. Where has he gone? Untot, bestimmt. You are a guest of our castle. I am the Chancellor, Velager. Do you seek an audience with my lord, King Vendrick? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Unfortunately, His Highness is absent. My lord, the king has. The queen has taken him. Ja, super. My lord made magnificent findings on souls. An accomplishment for the ages. He vanquished the four great ones and built this kingdom upon their souls. Our king has watched over this land since ages long, long ago. King Vendrick, we must fight back. Lass mal einen Trink zwischen euch hier. Take Dranglake. The king had a dear queen, a woman of unparalleled beauty. Long ago, the queen came to us alone from a faraway land. She warned our lord of the looming threat across the seas, of the giants. The king crossed the ocean and defeated the giants with the queen at his side. The king commandeered their power and created the golems. With the golems, the king created this castle. Also Schwarzarbeit. To celebrate victory. And to show his love, his gratitude to his queen. The queen brought peace to this land and to her king. A peace so deep, it was like the dark. Is this some sort of a dream? Where am I? What has happened to our castle? Who are you? And by whose permission do you stand before me? Welcome, visit. Our guests are treated with honor. This is the way of our castle. Der weiß auch nicht, was er will, der Typ. Tell me if you should require. Da könnt ihr meine Geste lernen, das ist schon mal gut. So. Gucken, ob er Gegenstände hat. Ein Flamberge und ein Luzern. Flamberge oder ich weiß, keine Ahnung, wie das ausspricht. Luzern. Das ist eine Schweizer Stadt, wenn ich mich nicht irre. Naja.
Das werde ich mir nicht kaufen. Magiepfeile, Blitzpfeile, Magiebolzen und Blitzbolzen. Ja, cool. Wow, ist ein göttlicher Segen, ist richtig Kohle wert auf jeden Fall, ja. Alte schimmernde Lebenssteine, ein Repair-Powder. Ja, ist eigentlich nichts Besonderes jetzt hier. My Lord made magnificent find. He vanquished. Ich glaube, da wiederholt sich jetzt. So, dann können wir mal gucken, ob wir jetzt noch irgendwas machen können. Hier raus können. Das sieht ganz gut aus. Was ist das hier? Sucht Fluch, okay. Stirbt man, wenn man hier hingeht? Was hier passiert? Zeig's mir! Gott, muss ich gegen die Idioten kämpfen jetzt, oder was? Geschafft. Geschafft. Ja, ich will eigentlich sehen, wie der gestorben ist hier. Ja, alles klar. Geschafft. Ah, ich muss wahrscheinlich hier erst hin, wenn... Ja, wenn ich die Endgegner besiegt habe, kommen die wahrscheinlich, denke ich mal. Ja, dann werden wir das da erstmal machen hier. Wie gesagt, das scheint der einzige Weg zu sein. Ich war wahrscheinlich doch schon richtig am Anfang gewesen. Der hat mir jetzt ja echt nicht viel Neues gesagt. Die Typen da draußen lasse ich mal so, wie sie sind. Einfach stehen. Gucken, was da hinten noch ist. Sollte dann auch bei Zeiten mal ein Level up machen, auf jeden Fall. Fuck. So, Nummer 1 tot wenigstens. Mann. Müssen hier 30 Wichser kommen. Leck mich alle am Arsch. Ihr kennt mich mal. So. Duschen mal weg. Danke. So, mein Streitkolben ist schon wieder in Gefahr. Ist das nicht super? So, dich würde ich gerne backstabben, wenn ich immer dabei bin. Boah, jetzt bin ich abgerutscht, deswegen. Aber, nee, kann nicht backstabben. Fuck. Aber jetzt vielleicht. Ja, naja, wenn dann halt so. Ah, fuck, warum ist mein Streitkolben jetzt so schnell kaputt hier, ey? So, hier war ich, glaube ich. War ich hier schon? Boah, ich habe keine Ahnung, ob ich hier schon war. Das sieht aus wie eine unsichtbare Wand, auf jeden Fall. Wenn diese blöde Nachricht mal verschwinden würde hier. Das gibt's doch gar nicht hier. Diese blöde Nachricht hier. Ja, bewerte. So, ich will jetzt aber hier... Oh, fuck, ey. Also, okay. Keine unsichtbare Wand. Ich weiß nicht, wer sich sowas einfallen lässt hier. So, hier sind noch diverse Türen. Die gehen aber nicht auf. Hier ist noch ein Gegner. Ich habe auch keinen Bock, dass mein Streitkolben jetzt kaputt geht. Ah, die sind ja schon tot hier. Ja, also die Frage ist jetzt, mit 3 Aces-Flakons werde ich wahrscheinlich eh nicht allzu weit kommen. Ich werde jetzt hier oben einfach mal so schnell wie möglich versuchen hochzurennen. Werde da den Endgegner versuchen zu besiegen. Wie gesagt, wir versuchen das ja immer. Ich glaube nicht, dass es beim ersten Mal klappt. Ich werde die Typen jetzt alle links liegen lassen auf dem Weg bis da hoch. Also zumindest versuche ich es. Ja, hier ist ja alles schon offen. Perfekt. Obwohl, den einen Typen hätte ich vielleicht besiegen können, weil das war ja nur der eine. Hier ist ja kein Endgegner und nichts drin. Von daher, ja. Warum nicht? So. Ich weiß nicht, was das war. Vielleicht ist meine Ausrüstung ja dadurch kaputt gegangen. Das kann natürlich auch sein. So, hier durch. Hier wieder durch. Warum ist die Tür jetzt wieder zu? Oh, fuck. Ich hasse diese Gesichter. Oh Mann, ey. Machen mir Angst. Ah, hier die Wichser. Sehr schön. So, komm mal bitte hier durch. So. Bin ich hier. Oh, fuck. Oh, Mann, ey. Die wissen schon, wie sie es machen müssen hier. Ah, jetzt, oder? Komm ich jetzt durch hier? Au. Naja, immerhin. Besser wie gar nichts. Arsch lecken, ihr könnt mich alle mal am Arsch lecken, ihr Wichser. So. Ich lasse ich auch gleich links liegen hier. Oh, es sind mehrere hier. So,
Ich muss schon aufpassen hier. So. Ich glaube, mich verfolgt keiner hier. Das ist schon mal gut. Ja, wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob das hier der Endgegner ist jetzt hier. Ah, ich kann nicht sprechen. Ich kann mit der sprechen hier. I am Nashandra, Queen of Dranglake. A true monarch carries the weight of their souls. Fuck, ich hätte leveln sollen vorher. This land, King Vendrick, as he was called. Ist tot. He found the strength to rule his people. And when the undead were born, cursed. He found more strength to face them. But in the end, he never took the true throne. Mich würde es mal interessieren, wer der König ist. Weil am Ende von Dark Souls hatte man ja die Möglichkeit, oder die Wahl, sag ich mal, entweder selbst zum König der Untoten zu werden oder halt das Feuer zu löschen. Löschen nicht, verbreiten. Visit Vendrick. We have no need for two rulers. Ich weiß nicht, ob das Vendrick ist, der Held aus dem ersten Teil. So, jetzt sagt die Alte nichts mehr. Das bedeutet, ja, wir werden jetzt mit 22.000 Seelen hier wahrscheinlich den König gegenübertreten. Ich hoffe, dass das nicht das Spielende schon ist. Ein Duo. Oh Mann, was mache ich jetzt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall werde ich die Feuerbomben erstmal rausnehmen, nicht, dass ich mich nie heilen kann dann. Ja, mal gucken, was passiert hier. Shit, ey. Zwei Drachenreiter. Wollen die mich verarschen? Zwei? Wo ist der zweite? Fuck, ey. Ich hoffe, der zweite kommt nicht. Au. Okay, da ist der zweite. Nein! Der leckt mich am Arsch. Boah, der Wichser mit seinem beschissenen Speer hier, der geht mir auf den Sack. So, heilen. Okay, jetzt wird's echt kacke hier, muss ich sagen. Ich sollte wirklich bei Zeiten versuchen, hier die beiden Typen zu töten. Hier, wo ist der zweite überhaupt? Oh, fuck. Wie komme ich zu dem zweiten da hoch? Oh, Mann, ey. Mal gucken, ob das klappt hier. Eigentlich kann es nicht allzu schwer sein jetzt, wenn ich nie wieder völlig abkacke hier. Fuck, jetzt kommen wirklich zwei. Oh, leck mich aber am Arsch hier. Wieso? Ich hätte das wirklich schnell machen sollen. Jetzt habe ich die Arschkarte. Ja, jetzt wird's kacke auf jeden Fall. Oh, ich hätte das schnell machen sollen. Ja, ich dachte eigentlich, ja, der bleibt noch ein bisschen da oben und beschießt mich mit Pfeilen, aber scheinbar nicht. Vielleicht lag es so daran, dass ich zu nah an den rangekommen bin. Vermute ich mal. Dass er dann runterkam. Vielleicht hätte ich von dem wegbleiben sollen, dann wäre er oben geblieben. Das ist ärgerlich, auf jeden Fall. Versuchen wir es nochmal. Mal gucken. Fresse halten.